Gut, der Name verrät schon, dass es kein Graswurzelprojekt ist, das wir hier vorstellen. Es ist nämlich ursprünglich Forschungsstelle für wissenschaftsbasierte gesellschaftliche Weiterentwicklung. Diesen Zungenbrecher konnte man dann innerhalb eines Dreivierteljahres zurückstutzen auf Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung, und der korrekte Artikel ist jetzt das. Dementsprechend heißt es jetzt FGW, und das FGW, dessen Geschäftsstelle ich leiten darf, mein Name ist Nikolaus Kowal, das ist in Düsseldorf beheimatet und ist ein Projekt, das zustande gekommen ist, weil Leute aus der Wissenschaft gemeinsam mit der Wissenschaftsministerin und Leuten aus dem Wissenschaftsministerium NRW zu der Auffassung gekommen sind, dass die Ökonomie nicht nur dominiert innerhalb der ganzen sozialwissenschaftlichen und politischen Debatte. Alles klar, danke. Sondern dass darüber hinaus auch innerhalb der Ökonomie, die nicht nur dominant ist, sondern innerhalb der Ökonomie auch sozusagen überhaupt keine Vielfalt vorherrscht. Und da hat man sich die Frage gestellt, wie kann man dem entgegentreten? Und hat dann ein Institut gegründet, das breiter aufgestellt ist, als nur sozusagen auf volkswirtschaftliche Fragen fokussiert zu sein, sondern das einen breiteren sozialwissenschaftlichen Ansatz hat. Und die Grundintention war, dass es ein Institut werden soll, das gesellschaftspolitisch relevant ist. Also was die Politik und auch diese Wissenschaftler, die das damals initiiert haben, nicht wollten, war einen weiteren Baustellen der akademischen Landschaft, der sozusagen nur im Elfenbeinturm sich befindet, sondern jemand, der ein Akteur, der gesellschaftspolitisch relevante Fragen aufgreift und auch gesellschaftspolitisch relevante Fragen konkret formulieren kann. Und das sind die Fragen, die wir hier sehen. Das ist die Frage nach den sozialen Folgen der Digitalisierung im Produktionsbereich. Das ist die Frage nach der sozialen Teilhabe in der Stadt und nach der sozialräumlichen Spaltung. Das ist die Frage nach den Chancen, Vorbeugen in der Sozialpolitik. Und das ist die Frage nach Pluralismus in den Wirtschaftswissenschaften. Und nach diesen Kernfragen leiten sich auch die vier Themenbereiche ab, aus denen das FGW besteht. Das ist der Themenbereich Industrie 4.0, integrierende Stadtentwicklung, neues ökonomisches Denken und Vorbeugen in der Sozialpolitik. Und neues ökonomisches Denken ist natürlich das Thema, das für euch hier wahrscheinlich am interessantesten ist. Und deshalb wird Janina nachher noch konkreter darauf eingehen. Was noch wichtig bei dem Institut ist, ist Folgendes. Es ist nicht der Versuch, einen weiteren wissenschaftlichen Akteur zu gründen, der deskriptiv beschreibt, was in der Welt da ist, sondern es hat einen normativen Auftrag. Das heißt, es soll Forschung fördern, die dazu beiträgt, die soziale Integration der Gesellschaft zu fördern und Desintegrationstendenzen entgegenzuwirken. Das ist, wenn Sie sozusagen euch mit irgendwelchen epistemologischen Debatten auseinandergesetzt habt, eine relativ wichtige Frage, dass man sich klar bekennt dazu, dass man normative Ziele hat und Forschung fördert, die natürlich sozusagen wissenschaftlichen Standards völlig genügt, aber Forschung fördert, die diese normativen Ziele verfolgt. Ja, und das natürlich im ökonomischen Sinn, das wäre Arbeitsmarkteinkommen, im sozialen Sinn, das wäre die ganze Frage der Sozialpolitik, und im politischen Sinn, das wäre die demokratische Teilhabe. Und wie findet das Ganze statt? Es findet so statt, dass es einen Dialog geben soll zwischen verschiedenen Akteursgruppen, und das sind im Prinzip die Wissenschaft, die Politik und die Zivilgesellschaft. Und was man hier vielleicht sieht, was auch ganz interessant ist, es ist die Wirtschaft hier nicht explizit als Akteur dabei, ja? Weil man sagt, okay, es soll einmal eine Institution geben, die sich nicht primär anhand der unmittelbaren betriebswirtschaftlichen Interessen orientiert und die vielleicht versucht, sozusagen die Wettbewerbsfähigkeit in Nordrhein-Westfalen zu vergrößern, sondern eine klar sozialwissenschaftliche Schlagseite hat. Ja, wenn wir uns das anschauen, ich glaube, wir haben da eine kleine Animation. Die zivilgesellschaftliche Partizipation, die gesellschaftspolitische Relevanz und die interdisziplinäre Forschung, das gemeinsam sind sozusagen die drei Akteursgruppen, die auch das FGW-Logo ergeben, und das sind die vier Themenbereiche, die das ganze Ding ausmachen. So, und so kann man auf einen Blick sozusagen ungefähr sehen, wofür das FGW steht. Gut, und was vielleicht noch für euch interessant ist, das geschäftsführende Vorstandsmitglied des FGW ist Professor Till van Dreek in Duisburg-Essen. Der ist der einzige Ökonom im Vorstand, und wir freuen uns sehr, dass sozusagen das geschäftsführende Vorstandsmitglied ein Ökonom ist, und noch dazu ein Ökonom, der sich
sehr stark mit pluralen Fragen auch auseinandersetzt und der selber am IMK, ich glaube, er war der erste Doktorand des IMK, ja, den das IMK jemals hatte, also der auch aus dieser Tradition kommt. Ja, dann ist die Frage, wie funktioniert das FGW, welche Aktivitäten setzt es? Und das ist neben einer großen Forschungsagenda, die wir gerade abarbeiten, da wird die Janina dann sozusagen mehr dazu sagen, neben einer Forschungsagenda sind das vor allem Vernetzungsaktivitäten. Und weil eine solche Aktivität unmittelbar ansteht, möchte ich auf die hier einen besonderen Fokus legen. Das ist unsere Jahrestagung, die heißt bei uns NRW Dialogforum. Der Name ist auch nicht ganz sexy, wie auch sozusagen der ursprüngliche Name unseres Instituts. Man soll sich davon, glaube ich, nicht abschrecken lassen. Es ist jetzt nicht ein Treffen grauer Männer in Nordrhein-Westfalen, sondern wir versuchen, das Ganze auch ein bisschen peppiger zu machen. Das Motto unserer diesjährigen Jahrestagung ist Transformation, Beschleunigung, Gestaltbarkeit. Und dabei geht es letztlich um die Frage, inwieweit Gesellschaft politisch oder inwieweit die Gesellschaft politisch gestaltbar ist oder gesellschaftliche Veränderung politisch gestaltbar ist und welchen Beitrag die Wissenschaft dazu leisten kann, zu dieser Veränderung und zu dieser Gestaltbarkeit. Und das Ganze findet vom 3. bis 5. November in Düsseldorf statt. Und es gibt eine Vorkonferenz und eine Hauptkonferenz. Und das Interessantere für euch ist wahrscheinlich die Vorkonferenz, die vom 3. bis 4. November ist, mit 100 Teilnehmenden. Und die richtet sich vorwiegend an ein jüngeres Publikum, also sowohl jüngere Referentinnen und Referenten in Ministerien oder in NGOs, aber eben auch Studierende, Doktorandinnen und Doktoranden etc. Und die Hauptkonferenz mit 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die geht dann sozusagen am Freitag, Donnerstag, Freitag ist die Vorkonferenz und Freitag, Samstag ist die Hauptkonferenz. Das eine geht dann fließend und das andere über. Und man kann natürlich zu beiden kommen. Was die Vorkonferenz betrifft, da haben wir uns das so überlegt, dass wir drei Sessions gemeinsam macht. Die verbringt man innerhalb eines Tracks. Das bedeutet, im Gegensatz zu einer klassischen wissenschaftlichen Konferenz, kann man nicht bei jedem Track oder bei jeder Session wählen, wo man hingeht, sondern man verbringt immer drei Sessions gemeinsam, damit man sozusagen auch eine Art Diskussionsentwicklung innerhalb einer Gruppe hat. Da sitzen dann 15 bis 20 Personen zusammen, also das geht am Freitag späten Nachmittag los und hört dann, also am Donnerstag späten Nachmittag los und hört dann Freitag zu Mittag auf. Da wollen wir eine persönliche Atmosphäre sicherstellen, dass man sozusagen in einem intimeren Rahmen einmal mit gewissen Leuten diskutieren kann. Und jeder dieser Track hat auch zwei Trackleiterinnen, die sich um den Ablauf kümmern. Und die Tracks, die wir anbieten, sind digitale Transformation, europäische Transformation, Integration und Transformation, sozial-ökologische Transformation und Transformation von Arbeit. Und bei der digitalen Transformation geht es natürlich sozusagen um sowohl in der Arbeitswelt bis zum Urheberschutz, um die Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Zwei Namen, die dort als Gäste eingeladen sind, sind Professor Leonard Dobusch. Ich weiß nicht, ob Leute von euch dabei sind, die bei den Krivis an der FU tätig sind, die werden den Herrn Dobusch wahrscheinlich schon kennen aus den dortigen Pluralismusvorlesungen, also der ist auch in der ganzen Pluralismus-Szene aktiv, aber sein Haupttätigkeitsschwerpunkt ist eigentlich die ganze Digitalisierungsfrage. Marco Bülow ist ein Bundestagsabgeordneter, der auch in dieser Szene aktiv ist. Bei der europäischen Transformation ist zu Gast die zweimalige Präsidentschaftskandidatin Gesine Schwan, die bei uns auch im Kuratorium sitzt, und Sven Giegold, das ist einer der prononciertesten europäischen Abgeordneten der Grünen, sowie auch Leute von Lobby Control. Ich glaube, zu dem spreche ich deshalb länger, weil ich bin Trackleiter von diesem Track. Und wer sozusagen die Möglichkeit haben möchte, mit Gesine Schwan und Sven Giegold in einem Rahmen von 15, 20 Leuten über die Perspektiven der Europäischen Union oder Perspektiven einer progressiven Europäischen Union zu sprechen, der ist genau richtig in diesem Workshop. Das dritte ist der Bereich Integration und Transformation. Das ist auch der bis jetzt die meisten Anmeldungen hat, was kein Wunder ist, da natürlich das Integrationsthema gerade in aller Munde ist. Hier haben wir die Jennifer Fietz von der TU Dortmund und den Anton Rüthen, das ist der Abteilungsleiter für Integration im NRW-Arbeitsministerium, also Arbeits- und Sozialministerium. Dann den Bereich sozialökologische Transformation, den Janina als Trackleiterin leitet, die euch nachher noch den Bereich neues ökonomisches Denken vorstellen wird. Da haben wir die Frau Professor Christine Bauhardt, die vom Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien ist, und auch den Rainer Land. Ich weiß nicht, ob der Rainer Land manchen von euch ein Begriff ist, das ist jemand, der versucht,
schumpeterianische Innovationsansätze und keynesianische wirtschaftspolitische Ansätze zusammenzuführen und das Ganze unter einem starken ökologischen Fokus. Also wer sich sozusagen für eine sozial-ökologische Transformation interessiert, die weder sozusagen weder ein Postwachstumsstandpunkt ist, ein klassischer, noch ein klassischer keynesianischer Wachstumsstandpunkt, sondern ich glaube, etwas ziemlich Innovatives dazwischen, der wäre hier genau richtig. Und zum Schluss haben wir noch den Bereich Transformation von Arbeit. Das ist die Professor Pfeiffer von der Uni Hohenheim, die sich sehr stark mit diesen ganzen Digitalisierungsfragen auch auf einer technischen Ebene beschäftigt. Die ist sowohl Technikerin als auch Sozialwissenschaftlerin. Und den Benjamin Mickfeld, den Leiter der Abteilung Grundsatzfragen im Bundessozialministerium, der ja auch in verschiedenen Crossover-Projekten tätig war, so zwischen Rot-Grün-Linkspartei und so weiter. Ich weiß nicht, ob er aus diesem Kontext eher jemandem bekannt ist. Gut, dann bei der Hauptkonferenz haben wir noch ein paar wichtige Akteurinnen und Akteure. Die Gesine Schwan spricht natürlich auch bei der Hauptkonferenz, ebenso Dirk Messner. Das ist einer der prononciertesten Professoren, der sich auch mit diesen sozialökologischen Fragen auseinandersetzt, der auch für die Bundesregierung entsprechende Berichte verfasst hat und einen sehr spannenden Zugang hat. Und dann den Uwe Schneidewind vom Wuppertal-Institut, der sich mit der Frage der transformativen Wissenschaft beschäftigt. Und da trifft er sich wieder ein bisschen mit dem Spirit und der Philosophie des FGW, weil der vertritt ganz klar den Standpunkt, dass man eine normative Wissenschaft braucht, die gesellschaftliche Herausforderungen identifiziert und dann dazu forscht und nicht sozusagen nur deskriptiv oder zufällig oder ergebnisoffen. Ja, Kosten und Teilnahme, vielleicht ein paar Worte dazu. Wir bitten für die Vorkonferenz ein kleines Motivationsschreiben einzureichen, 1500 Zeichen. Ihr könnt einfach das verwenden, das ihr hier schon für den Workshop eingereicht habt. Das sollte bis zum 15. August einlangen. Wir haben jetzt, glaube ich, 75 Anmeldungen, wir haben aber noch 25 Plätze frei. Das heißt, wir haben jetzt es ist nicht alles ganz knapp. Falls also jemand vielleicht erst bis Ende August dazu kommt, die 1500 Zeichen an uns zu schicken, wird das auch kein Problem sein. Teilnahme und Verpflegung ist kostenlos. Wer übernachten möchte, der mäßige Tarif, der für die meisten von euch schlagend werden wird, der mäßige Tarif bei der Vorkonferenz für eine Übernachtung ist 30 Euro, für beide Übernachtungen sind 50 Euro. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Das ist nochmal die Webseite des NRW-Dialogforums und ich hoffe, wir sehen uns im November dort. So, wie Nicolas Kowal gerade schon erwähnt hat, mein Name ist Janina Urban. Ich bin zuständig für den Themenbereich Neues ökonomisches Denken, also eines der vier Themenbereiche im Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung. Und mein Chef ist praktisch Till van Treek und zusammen mit ihm und teilweise auch mit Nicolas Kowal noch zusammen gestalten wir diesen Bereich Neues ökonomisches Denken. Wie er auch schon gerade erwähnt hat, gibt es unterschiedliche Formate im FGW und ich werde mich jetzt ein bisschen darauf konzentrieren, was demnächst praktisch an inhaltlichem Fleisch vom FGW zu erwarten ist. Was ich noch kurz erwähnen kann, ist diese Verankerung in Zivilgesellschaft und Wissenschaft und Politik ist praktisch am Anfang in jedem Themenbereich durch solche Dialogforen entstanden, wo dann die verschiedensten Akteure zusammengekommen sind und diskutiert haben, ja, was sind denn eigentlich die relevanten Fragen in unserem Bereich? Und das hat praktisch letztes Jahr stattgefunden. Und darauf basierend ist dann eine Forschungsausschreibung entstanden, wo dann Projektnehmer, die schon teilweise vorher dabei waren, sich beworben haben, aber auch neue Projektnehmer und Projektnehmerinnen, also meistens Professoren und Professorinnen von Universitäten. Genau. Wir haben im Bereich neues ökonomisches Denken, ich habe das jetzt mal in so zwei Schlaglichter unterteilt, also das eine könnten wir bezeichnen als die Überprüfung bzw. die Verstärkung der Pluralismusforderung und das andere ist das Schaffen von pluralistischen und Lehr- und Lernmaterialien.
Das mag vielleicht ein bisschen verwunderlich sein, wenn man denkt, na gut, warum forscht man jetzt nicht zur sozial-ökologischen Transformation, warum forscht man nicht irgendwie direkt zu den sozialen Auswirkungen von steigender Ungleichheit. Dieser Fokus ist deswegen zustande gekommen, weil man denkt, dass es noch erstens notwendig ist, zu überprüfen, ja, wie wirkt eigentlich, also was ist da dran, zum Beispiel am deutschen Sonderweg, wie wirkt dieses Studium tatsächlich auf Studierende, um dort nochmal aufzeigen zu können, ja, so Pluralismus braucht man und aus den und den Gründen, um dazu noch mehr praktisch Erkenntnis zu haben. Und zweitens schon konkret daran zu arbeiten, naja, Pluralismus, es gibt sehr viele auch wissenschaftstheoretisch begründete Begründungen, warum man den Pluralismus braucht. Und wir versuchen uns mit diesen Projekten, beziehungsweise die Projektnehmer und Projektnehmerinnen, versuchen sich schon dann an konkreten Umsetzungen. Da die Zeit ja jetzt ein bisschen begrenzt ist, werde ich versuchen, die wichtigsten Projekte dort herauszugreifen. Was man hier, ach so, genau, und dann gibt es einmal ein Format, das so ein bisschen so Kurzexpertisen nennen sie sich, sind halt das ist ein kleineres Format, Projekte von einem halben bis zu einem Jahr, die praktisch von unserem Bereich auch so ein bisschen vorbestimmt sind, ja, was dort drin geforscht werden soll. Und die Forschungsprojekte, was Projekte von 2 Jahren sind, also nur damit ihr ein Gefühl habt, wann was kommt. Und es gibt neben dem universitären Bereich, was ja hier eher diskutiert wird, gibt es noch den schulischen Bereich, wozu ich gleich auch noch mal ein paar Worte sagen werde. Genau. Ja, eine Studie, die jetzt bald herauskommen wird, ist zu Status und Profil der deutschsprachigen VWL, die unter anderem auch von Jakob Kapeller, der ja auch ein Seminar halten wird, durchgeführt worden ist in Linz, was sehr spannend sein wird, weil dort tatsächlich aufgezeigt werden wird, die Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftlerinnen können vielleicht sagen, dass sie offen sind für Pluralität in der VfS-Umfrage, aber was ist eigentlich der tatsächliche Gegenstand ihrer Forschung? Das wird auf jeden Fall in dieser Studie dann beleuchtet werden und gleichzeitig, wie aktiv und in welchen politischen, aber auch in welchen wissenschaftlichen Gremien sind eigentlich Wirtschaftswissenschaftler aktiv und wie kommt vielleicht dieses Zerrbild, was man in der Öffentlichkeit hat, von dieser Disziplin der Volkswirtschaftslehre, wie kommt das zustande? Genau, diese gerade erwähnte, also was Herr Thomas Fricke gerade vorgetragen hat, wird auch von uns gefördert. Das ist praktisch nochmal eine systematische Auswertung dieser Umfrage. Ein ja, spannendes Projekt, wo auch Teile der Leute hier mit involviert sind, ist die Schaffung einer pluralen Lernplattform. Sie heißt mittlerweile Exploring Economics und soll praktisch das bündeln, was man an verschiedensten Ecken im Netz schon findet, was man vielleicht in Vorlesungen schon mal gehört hat, nämlich auf der einen Seite Denkschulen-Seiten, also praktisch eine Webpage, wo man einen Eindruck bekommt, naja, was ist denn jetzt feministische Ökonomik, was ist denn institutionelle Ökonomik mit Videos und Texten, als auch themenfokussiert, was sagt eigentlich die ökologische Ökonomik zu Thema XY. Ein Projekt, was auch noch ganz interessant sein könnte für euch, ist ein Sammelband, der Rezension vereinen wird zu den in Deutschland am weitesten verbreiteten VWL-Lehrbüchern. Weil VWL-Lehrbücher an sich bekannte Medien, bekannte Werke sind, die ein sehr, sehr einfaches Bild von Wirtschaft reproduzieren und die meistens auch die Basis für die volkswirtschaftlichen Vorlesungen nicht nur in Deutschland, auch in der ganzen Welt sind. Und dort werden wir auch im Oktober diesen Jahres ein Sammelband rausgeben, der aber auch online, also als PDF runterladbar ist und den Studierende dann gerne auch diese einzelnen Beiträge ausdrucken und in die einzelnen Bücher, sei es Samuelson, Mankiw, Krugman, wie auch immer, in die Bibliotheken reintun können. genau, und das andere, das erwähne ich gleich nochmal, das bewegt sich mehr im Bereich Schule. Das waren jetzt praktisch diese, diese kleineren Projekte, die im Oktober veröffentlicht werden.
Und jetzt komme ich noch zu den größeren Forschungsprojekten, aber auch nur schlaglichtmäßig, weil das sonst zu viel wird. Ihr könnt mich aber auch gerne noch fragen. Was ich gerade schon erwähnt hatte, ist praktisch das Ganze nochmal fortgesetzt. Also wie sieht eigentlich diese ökonomische Disziplin in Deutschland aus? Gibt es diesen Sonderweg? Ist Deutschland besonders konservativ? Oder wie kommt dieses Bild zustande? Ein weiteres Forschungsprojekt von Michael Roos, der war auch am Anfang im Video zu sehen, der sich selbst eher auch als Mainstreamer bezeichnet, also Makroökonom in Bochum, der hauptsächlich auch noch mit DSGE-Modellen und so weiter forscht, aber er hat auch ein Forschungsprojekt bei uns eingereicht und es auch bekommen und untersucht, naja, was fördert es eigentlich oder was behindert junge Doktoranden, Doktorandinnen der Wirtschaftswissenschaften daran, tatsächlich Forschung so zu machen, wie es vielleicht ihrem Interesse entspräche, und versucht dort auch in internationalen und nationalen Workshops Alternativen zu entwickeln, speziell in der Doktorandenausbildung, weil es dort, abgesehen von einem Preis, Forschungspreis für Plurale Ökonomik der Uni Witten-Herdecke, noch nicht so viel gibt. Genau, das beschäftigt dieses Projekt von Nils Goldschmidt und Helge Peukert an der Uni Siegen, beschäftigt sich mit der Analyse der Lehrbücher, also nochmal systematisch, welche Bilder von Wirtschaft werden eigentlich in den meisten VWL-Lehrbüchern reproduziert. Das ist ganz interessant, weil dazu werden wir gleich auch noch was hören. Das ist praktisch was von der Initiative von Oikos entstanden ist, also nachzuprüfen, na gut, was erwarten eigentlich Studierende, wenn sie anfangen, VWL zu studieren? Sie wollen sich garantiert mit Fragen wie Ungleichheit, mit Umweltverschmutzung beschäftigen. Und wie wird praktisch Stück für Stück durch das Studium ihr Bild von Wirtschaft und von wirtschaftlichen Zusammenhängen geprägt? Genau, ich lasse jetzt mal die ganzen Details dort raus. Also an meiner Cusanus Hochschule und in der Uni Frankfurt wird es durchgeführt. Und das sind aber tatsächlich Projekte, die jetzt ein bisschen mehr Zeit brauchen, 2 Jahre. Also kann man noch nicht da mit so schnellen Ergebnissen rechnen, aber sie kommen. Das bewegt sich wieder im Bereich der Entwicklung von alternativen Materialien. Hier ein computergestütztes Planspiel. Und noch einmal, um darauf hinzuweisen, diesen Bereich der Schule, also dieses Phänomen, dass man dass in der Ökonomik ein gewisses Paradigma sehr stark ist und sehr einseitig formuliert wird, schlägt sich tatsächlich jetzt auch in die Schulen durch. Also es gibt eine Forderung einem Fach Wirtschaft in der Schule, was sich erstmal an sich nicht so dramatisch anhört, aber es gibt einen sehr großen Einfluss auch von Lobbys, die praktisch den Homo economicus in Reinform in die Schulen bringen und schon den Schülern und Schülerinnen sagen, naja, so müsste der Mensch eigentlich funktionieren. Und dort gibt es ein paar Projekte von uns, die versuchen dort aufzumachen, nee, naja, eigentlich gibt es eine Tradition von sozioökonomischer Forschung oder sozioökonomischer Bildung, die halt Wirtschaft schon immer als sozial und gesellschaftlich eingebettet erachtet hat. Genau. Und zuletzt ist es auch, das ist wieder mehr in diesem Bereich, Entwicklung von alternativen Materialien, versucht man, die Open Educational Resources, also Bildungsmaterialien, die im Netz frei verfügbar sind und teilweise auch, also wie Wikipedia, im Gemeinschaftswerk verbesserbar sind, dort die Rahmenbedingungen in NRW und in Deutschland zu beleuchten, um dann sowas wie zum Beispiel ein sozialwissenschaftlich-sozioökonomisches Buch herauszubringen. Das macht dann auch der Till van Treek mit Kollegen dann an der Universität Duisburg-Essen. Und das ist jetzt so ungefähr alles, was ich zu den Forschungsprojekten sagen kann. Ist vielleicht ein bisschen viel. Ich freue mich über Fragen.
ist vielleicht ein bisschen eine unfaire Frage. Sie sagen, eines Ihrer Ziele ist, dass Sie relevant sein wollen. Woran würden Sie das denn festmachen? Wann sind Sie relevant? Die gesellschaftspolitische Relevanz, meinen Sie, die wir vorher angesprochen haben, die wollen wir daran festmachen, dass es politische Ableitungen gibt, die man aus den Forschungsprojekten heraus lesen kann. Das heißt, dass wir zum Beispiel im Bereich vorbeugende Sozialpolitik evaluieren wir das Programm von der Hannelore Kraft, kein Kind zurücklassen, und das sozusagen völlig unabhängig natürlich, und dann versuchen wir daraus zu schließen, was man verändern müsste oder was man verbessern müsste, damit das besser greift. Ich habe eine Frage, also ihr hattet am Anfang gesagt, dass ihr irgendwie also nicht ein komplett wissenschaftlicher Think Tank sein wollt. Es klangen die Projekte für mich schon sehr in diese Richtung, auch wenn da irgendwie praktische Relevanz, die habe ich schon gesehen, also gerade was die Forschungs- oder die Bildungsprojekte angeht. Aber könnt ihr da nochmal ein paar Beispiele für andere Projekte vielleicht geben, die da nochmal konkreter praktisch wirken oder so? Also was jetzt keinen Platz gefunden hat in der Präsentation, ist, dass in unserer Ausschreibung schon explizit drin stand, dass auch während des Forschungsprozesses ein Transfer in die Gesellschaft stattfinden soll. Also das ist auf der einen Seite relativ klassisch, sage ich mal, ein Workshop, aber es gibt auch unterschiedliche Forschungsprojekte, die zum Beispiel planen, eine Internetseite, wo sie also in der Internetseite zu installieren, wo dann praktisch die Ergebnisse sichtbar werden, mit den verschiedensten Stakeholdern Workshops zu machen. Und was man halt auch nicht vergessen darf und was vielleicht auch noch zu der Frage davor passt, ist gesellschaftspolitische Relevanz. Also es war halt der Versuch, schon im Vorhinein die Fragen zu bestimmen, die halt als gesellschaftlich relevant erachtet werden. Ja. Ich denke, dass es dort irgendwie im Laufe der Zeit natürlich auch noch irgendwie Verbesserungspotenzial gibt, ne, weil Forschung bleibt in gewissem Sinne immer noch Forschung, aber zumindest ist es bei uns in der Ausschreibung dabei gewesen und wird auch in den meisten Projekten tatsächlich so umgesetzt, dass dort so eine Art Transfer stattfindet. Ja. Und es gibt schon auch noch einige konkrete Beispiele dafür, dass wir nicht nur sozusagen akademische Papiere produzieren, die dann veröffentlicht werden irgendwo, sondern wir haben ja zum Beispiel, also du hast genannt das Rezensionsprojekt, das ja sozusagen ein Buch wird plus eine Ansammlung subversiver Pamphlete, die man dann auch in entsprechende Lehrbücher hineinlegen kann. Ne? Also das ist ja sozusagen mal schon klassisch kein wissenschaftliches Projekt. Die Unterstützung der virtuellen Uni, ja, ist auch eindeutig kein Projekt, wo irgendjemand eine akademische Publikation daraus machen möchte. Das nächste, was wir machen, ist das Lehrbuch von Till van Treek. Ne? Das heißt, wir werden ein Open-Source-Lehrbuch machen, das sozusagen für alle verfügbar ist im Internet, das nicht neoklassisch ist, ja, sondern das sozusagen einen breiteren Zugang bietet und das als Open-Source-Material zur Verfügung stellen. Das ist auch ein Klassiker. Und das Computerspiel ist sozusagen das vierte Beispiel. Also gerade im Bereich neuen ökonomischen Denken haben wir eigentlich sehr viele Projekte, die nicht klassisch wissenschaftlich sind. Es wird noch ein Computerspiel geben, weil die Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, sehr sympathischer Verein, Arbeitgeber finanziert, der sozusagen ein Computerspiel, ein Makrocomputerspiel entwickelt hat, das eine ganz klare Schlagseite hat. Und was wir jetzt machen werden, ist ein Computerspiel entwickeln, das wo man dann einstellen kann, ob man jetzt in einer keynesianischen Welt lebt oder in einer neoklassischen Welt und dann sozusagen verschiedene Szenarien spielen kann. Ne? Also solche Sachen machen wir schon, und das ist eindeutig nicht nur klassische Forschung. Ne?